In Mission 8 kehren wir zu den Römern zurück. Nachdem sie den Maya geholfen haben, suchen die drei Völker nun nach dem Ursprung des dunklen Volkes. Unser Ziel ist es daher, das Gebiet innerhalb dieser schneebedeckten Bergkette zu erreichen, wozu wir auf jeden Fall einen Priester benötigen werden. Eine feindliche Siedlung gibt es auf dieser Karte nicht, es fahren aber Piratenschiffe in regelmäßigen Abständen über die Karte. Außerdem haben wir ein Zeitlimit von 2,5 Stunden, was aber locker reicht. Das westliche Gebirge ist das einzige, das wir intensiv nutzen werden. Es enthält Kohle, Eisen und Stein. Das östliche enthält ausschließlich Kohle. Gold werdet ihr auf dieser Insel nicht finden, weshalb wir gezwungen sind, eine Kolonie zu errichten. Setzt den Arbeitsbereich eures Steinmetzes direkt neu und erhöht die Anzahl eurer Planierer und Bauarbeiter. Lasst aber auch 1 bis 2 Hämmer für Geologen übrig. Da wir keine Feinde im traditionellen Sinn haben, können wir auf eine Waffenproduktion verzichten. Eine Fleischproduktion brauchen wir auch nicht, notfalls reicht ein Jäger. Meine Eisenmine habe ich aber primär mit Fisch versorgt. Eine Brotproduktion lohnt sich allerdings durchaus, da euer Steinvorkommen schnell erschöpft sein wird und ihr danach auf eure Steinmine angewiesen seid. Außerdem braucht ihr sowieso Weizen für einen Esel. Euer Fokus liegt auf Werkzeugen und der Vorbereitung einer Kolonie. Dazu benötigt ihr eine Werft, einen Hafen, eine Fahrzeugmanufaktur und eine Eselzucht. Bereitet außerdem Schaufeln für 16 Pioniere und Hämmer für die beiden Mechaniker, den Gründungskarren und einen Geologen vor. Baut zunächst eine Fähre und wenn ihr wollt, ein Kriegsschiff. In dem Fall benötigt ihr zusätzlich eine Munitionsfabrik. Ein Kriegsschiff ist nicht zwingend notwendig, ist aber sinnvoll, um später das Handelsschiff zu schützen, da ihr dieses nicht direkt steuern könnt. Sobald ihr soweit seid, speichert ihr und beladet eure Fähre mit eurem Gründungskarren, einem Schwertkämpfer, einem Geologen und 8 Pionieren. Schickt die Fähre nach Süden, bis ihr die dortige Insel erreicht. Wenn ihr die Fähre im Auge behaltet, könnt ihr auf eine Eskorte verzichten. Währenddessen baut ihr euer Handelsschiff und lasst eure Siedler 16 Bretter, 16 Steine, eine Spitzhacke und 2 Einheiten Kohle in euren Hafen bringen. Eure Pioniere müssen genug Land erobern, damit ihr einen zweiten Hafen und einen Turm bauen könnt. Verwandelt dann ein paar eurer Pioniere in Planierer und Bauarbeiter, damit sie diese beiden Gebäude bauen. Euer Geologe sucht in der Zwischenzeit nach Gold, welches ihr von euren übrigen Pionieren erobern lasst. Speichert erneut und lasst euer Handelsschiff die Waren zur Kolonie bringen. Dort baut ihr dann eine Goldmine, eine Goldschmelze und einen großen Tempel. Die Mine wird keine Nahrung benötigen, sie wird auch ohne mehr als genug Gold produzieren. Sobald der Tempel steht, speichert ihr ein letztes Mal und bringt euren Priester auf die Insel im Nordosten. Dort marschiert er zur Gebirgskette, schmelzt den Schnee und betretet das Tal, dann habt ihr auch schon gewonnen. Eure Siedler sehen hier offenbar keine Spuren des dunklen Landes, aber ganz ehrlich, diese Bäume sind echt sehr, sehr tot.